Sehr geehrte Wähler, vor ca. 5 Wochen haben wir unser erstes Video zur Situation der Arbeitsplätze im Automobilsektor in Deutschland vorgestellt. Seitdem, Sie haben es gesehen, sind schon wieder ca. 10.000 Jobs in dieser Branche verschwunden. Im gleichen Zeitraum hat die Bundesregierung ihr Klimaschutzgesetz vorgestellt und schon in erster Lesung durch den Bundestag gepeitscht. Einige Dinge daraus: Zum ersten, Benzin und Diesel an der Zapfsäule werden direkt teurer. Damit sollen diejenigen bestraft werden, die das Automobil brauchen, um ihr Leben abzuwickeln in ihrer Arbeit und vielleicht auch in ihrer Freizeit. Zum Zweiten, Energie wird flächendeckend teurer. Damit nicht nur für den Konsumenten, sondern auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmen und die Industrie. Damit wird die gesamte Produktion in Deutschland teurer. Nicht nur am Fließband, sondern auch im Metallbau, in der Logistik und in der Auslieferung und im Verkauf. All das wird teurer und damit werden die deutschen Arbeitsplätze auf dem Weltmarkt weniger konkurrenzfähig und sie können sich wahrscheinlich gegen die Konkurrenz aus Fernost viel schlechter durchsetzen. Gilt nicht nur für Verbrennungsmotoren, gilt auch für Elektroautos. Auch diese haben bereits einen entschiedenen Standortnachteil. Und warum? Die Regierung bedient hier die Gefühlswelten der grünen Großstadt Klimakämpfer und kümmert sich überhaupt und in keinster Weise darum, ob Industriearbeiter ihre Familien versorgen können und ob sie für das Alter vorsorgen können. Diesen Niedergang der Automobilbranche in Deutschland, den werden wir nicht akzeptieren. Die AfD wird sich immer und dezidiert dafür einsetzen, dass Deutschland ein Industrieland mit einer starken Automobilbranche sein wird.